Hallo, hallo, meine lieben Bastler. So, jetzt werde ich gleich mal ein bisschen reinzoomen. So, hallo, hallo, meine Lieben. Ein weiteres Live-Basteln steht an. Und ja, ich hoffe, dass wieder alles gut geht. Kamera sollte passen. Die Werbung startet, sehe ich gerade auf meinem iPad. Das heißt, es müsste soweit sein. Ja, genau. Ich kann mich sehen, ich kann Sie sehen, wunderbar. Hallo, hallo, nochmal in die Runde. Schön. Okay, gut, ihr Lieben. Also, heute machen wir eine Verpackung. Hallo, hallo. Und jetzt wird es gleich ganz, 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 ganz spannend. Oder beziehungsweise, ich glaube, jetzt wird auch nicht gleich ganz komisch aus der Wäsche. Oder vielleicht auch nicht. So. Okay, und zwar, ich denke, Sie alle haben ja heute auf meinen Blog nachgeschaut, oder? Ihr werdet ja alle mal auf meinen Blog geschaut haben und geschaut haben, was wir heute so machen, oder? Oder beziehungsweise was zum Vorbereiten ist. Habt ihr geschaut, oder? Na, ihr Mädels? Hallo? Bin ganz neugierig. Ah, da kommt mal Hallo, Hallo, Hallo in die Runde. Gut, ihr Lieben. Ja, okay, also viele von Ihnen haben geschaut und damit haben Sie ja gelesen, ich habe heute keinen so einen wirklich kreativen Tag. Und ich habe ziemlich eine Zeit überlegt, was soll ich denn heute mit Ihnen basteln? Was wäre denn gut zu machen? Und dann habe ich mir gedacht, irgendeine Verpackung. Wir haben jetzt so viel Karten gebastelt und so viel verschiedenes anderes. Da haben wir gedacht, eigentlich ist wirklich wieder mal Zeit für ein Gastgeschenk oder was auch immer, eine Verpackung halt. Und dann habe ich Verpackung gestöbert auf Pinterest. Und mir hat ja schon ganz lang, möchte ich eine Verpackung ausprobieren. Und ja, liebe Ina, jetzt geht's los. Wir basteln halt eine Verpackung nach einer Anleitung von eine von Ihnen, und zwar von meinem Teammädel, der Ina Stempelt, spricht der Karina Vorarlberger. Also habe ich heute mal das Video von der Karina studiert, mir angeschaut, wie man denn dieses Schachtal bastelt. Also, wer das Original dann sehen möchte von dieser Verpackung, ja, die Karina hat keine Ahnung gehabt, ich habe sie nicht verraten. Ich habe gar nichts angekündigt, gar nichts. Ja, jedenfalls. Die Petra, das hat sie sich schon gedacht, lustig. Jedenfalls hat mir diese Verpackung echt schon ganz lang, dass ich mir gedacht habe, die möchte ich mal ausprobieren, die finde ich einfach so klasse. Die hat echt so ein richtiges Wow, oder? Also ich finde, das ist total eine mega, mega Verpackung. Und die Karina hat das wirklich ganz, ganz super gemacht in ihrem Video, relativ schnell. Also wer jetzt das dann noch basteln möchte und nicht Lust hat, ein Ewigkeits-Live-Video nochmal zu schauen, dem empfehle ich wirklich, schau's bei der Ina Stempelt rein. Also die Karina macht das wirklich super. Ja, und ich habe mir jetzt gedacht, das ist die Größe, wie es die Karina gebastelt hat. Also 5 x 5 x 5 cm, ist eine würfelige Box. Und ich habe mir gedacht, ja, Petra, da habe ich mich. Aber das ist schon lange her, dass ich da drunter geschrieben habe, dass ich das unbedingt probieren möchte. Aber heute eben komme ich jetzt endlich dran. Und ich habe mir gedacht, 5 x 5 ist eine schöne Größe und ist gut. Und wer das ganz genau noch die Maße von der Karina haben möchte, eben wie gesagt, schaut es bei der Karina. Ich bin aber gern eine, ich mag ja total gern, wenn ein Ferrero Rocher wo reinpasst. Also habe ich das Ganze jetzt einmal mit Designerpapier probiert. Wobei, sagen wir, ich finde es mit Designerpapier, es ist zu laut. Es kommt eigentlich nicht so gut rüber. Man sieht schon, wenn man sich es dann genau anschaut, sieht man schon, dass da die Ecke ist. Aber ich finde, Designerpapier war ein Versuch, aber war nicht wirklich gut. Und trotzdem passt aber natürlich das goldene Kugel da ganz wunderbar rein. Also habe ich mir gedacht, okay, ich probiere das Ganze noch ganz pronto mit Farbkarton. Jetzt momentan noch ohne
Designerpapier, weil ich das schlicht und ergreifend zeitlich nicht mehr da dran habe. Ich bin jetzt 5 Minuten vor dem Video mit dem Schachtel, also schnell noch fertig geworden. Und ja, habe mir es eben kleiner gerechnet auf diese Größe. Und das ist halt auch wieder sowas, wenn man so ein Schachtel einmal beginnt, dann da hört man es nicht mehr auf. Aber es ist cool, wie das da reinpasst, oder? Samt dem, dass die Ecke reingeht, durch das, dass das so eine Kugelform hat, geht das total gut. Das hat da echt total super Platz. Das geht sich total genau aus. Finde ich total mega, oder? Ist das nicht süß? Also wenn das dann auf einer Geburtstagstafel zum Beispiel steht, oder wenn dann wieder Hochzeiten sind, oder Taufen, oder was auch immer, finde ich das total mega, oder? Ja, und von daher ist das jetzt eine ganze Ecke kleiner. Und ich habe auch nur eine Zwischengröße probiert, aber die habe ich nicht mehr fertig gebastelt. Die zwei habe ich jetzt gleichzeitig zugeschnitten. Also die Zwischengröße, die basteln wir halt auch. Wir machen halt zwei. Wir machen ganz die Mini-Variante und wir machen die Nummer größer. Und dann sehen Sie dann im Vergleich 3 Größen, habe ich mir gedacht. Ist doch was, oder? Da sieht man mal so verschiedene Abstufungen. Und die Carina hat das, glaube ich, auch in 2 Größen gebastelt, aber gezeigt hat sie diese Größe. Und ich zeige Ihnen jetzt aber auch, wie man das Ganze dann größer und kleiner rechnen kann. Okay, schön, ihr Lieben. Jetzt würde ich sagen, ich glaube, ich habe genug vorab gequasselt, oder? Dann schauen wir uns an, wie das Ganze mal funktioniert, einmal rein in der Theorie, oder? Okay, schön. Und zwar, wir haben ein Stück Papier und das Papier ist auf jeden Fall rechteckig, weil wir bauen ja eine Schachtel. Und ich erkläre es Ihnen jetzt einmal in der Originalgröße von der Carina. Gell? Die Carina hat da zugeschnitten gehabt, ein Papier in, jetzt muss ich gerade schnell überlegen, 21 mal, was war es, 16 cm. Okay, das war der Zuschnitt von der Carina. Und, ja genau, das 2 sind auch 4 Karton gehen, das finde ich immer total klasse. Weil bei 21 mal 16 kriegt man natürlich nur ein Stück raus, aber da geht sich dann nur die kleine aus. Also man könnte jetzt die und die, könnte man aus einem Karton machen, aus einem Stück A4. Finde ich jetzt eigentlich ganz klasse. Okay, also zurück zum Maß von der Carina. Und die Carina hat das Ganze dann so gemacht, dass sie eben da das Papier hat. Also mit 16 mal 21, dann hat sie das alle 5 cm gefalzt. Also sprich, ja, bei 5, bei 10, bei 15 und bei 20. Und da herunter gleich. Das heißt, da hat sie es auch bei 5 gefalzt und bei 10 und bei 15. So hat das Ding ausgeschaut. Okay, und dann hat sich die Carina die Ecke genommen, wo die 4 Felder frei sind. Weil da haben wir ja überall Klebelaschen mit 1 cm. Aber da ist die Ecke, die frei ist. Und da rein kommt dann das, wie soll man sagen, das Quadrat auf Raute gestellt. Das müssen wir da 2-mal falzen. Geht aber ganz leicht, sage ich euch gleich. Und dann wird verschiedenes weggeschnitten. Und weggeschnitten wird, muss ich sogar schnell überlegen. Ich glaube, ich habe es jetzt wieder mal spiegelverkehrt aufgezeichnet. Aber Sie sehen dann jetzt eh gleich, wie das Ganze funktioniert. Ich bin ja da immer so ein Meister im spiegelverkehrt machen. Okay, also, wir schneiden dann praktisch da rein, machen dann da eine Schneidelasche und die brauchen wir dann da auch nochmal und da auch nochmal. Und dann schneiden wir die da auch zu. Und dann da auch nochmal. Der Teil bleibt als Ganzes. Das ist unser Verschluss. Also das lassen wir ganz. Da schneiden wir nochmal eine Klebelasche. Oder Einstecklasche. Und der Teil kommt als Ganzes weg. Das heißt, unser Zuschnitt ist dann also praktisch das Ding, was dann eben überbleibt, ist das. Und alles das, was da drüber aussteht, das kommt alles weg. Also das schneiden wir alles ab. Den ganzen Teil da und auch da. Wird alles weggeschnitten.
Und das ist dann unser Rohling. Also so schaut das Ding aus, wenn es zugeschnitten ist. Okay, das einmal das Grundprinzip. Und anhand von dem kann man sich das Ganze aber total schön größer und kleiner rechnen. Das heißt, Sie müssen eigentlich immer von einem Maß ausgehen, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt, dass die Box nicht 5x5 cm ist, sondern 4x4 cm zum Beispiel. Dann macht man eben die erste Falz bei 4, die nächste bei 8, die nächste bei 12, die nächste bei 16. Sprich, man braucht dann ein Maß von 17 cm. Und herunter macht man das Ganze dann bei 4, bei 8, bei 12. Sprich, man braucht 13 cm. Also 13 mal 17 wäre jetzt das Maß, was man zuschneiden müsste, wenn man das ganze, die ganze Box 4 mal 4 cm würfelig haben möchte. Und die ganz kleine, das ist die, die wir heute machen, das ist die mit 3,5. Das heißt, wir haben 3,5, wir haben 7, wir haben 10,5 und 14, sprich wir brauchen 15 cm. Und da haben wir 3,5, 7, 10,5, sprich 11,5. Und das ist die kleine Box. Dann hat das Würfel 3,5 mal 3,5 cm. Und wenn man das eben, eigentlich ist das bei Schachteln immer für meine Begriffe oder bei Verpackungen im Prinzipiellen immer am allereinfachsten, wenn man sich das einmal aufskizziert, weil man dann total super das System dahinter versteht. Und wenn man das System dahinter versteht, dann kann man es auch total leicht größer und kleiner rechnen. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, ja, alles gut und recht, aber ich brauche zum Beispiel eine Schachtel, die 8x8 cm ist, weil da eine Parfümflasche alleine kommt zum Beispiel oder was auch immer, dann können Sie sich so auch total gut ausrechnen, weil dann wissen Sie, Sie brauchen 8, 16, 24, 32, also dann brauchen Sie schon mehr größeres Papier, als jetzt ein Designerpapier groß ist. Oder aber Sie kleben zwei Farbkartone dann dementsprechend zusammen. Und da herunter waren es dann bei 8, 16, 24. Dann wissen Sie, dass 25 cm mal brauchen mal, was haben wir jetzt da rum gesagt? Habe jetzt vergessen, 34, waren wir bei 35. Also Sie sehen schon, 1 cm brauchen Sie links und rechts sozusagen, oder der Länge und der Breite noch nur dazu zum, für die Klebelaschen. Aber so können Sie sich das ganz einfach größer rechnen. Also es geht echt total simpel. Hat das jeder verstanden von Ihnen oder gibt es dazu Fragen? Weil mir ist immer total wichtig, dass wenn wir so einen Basteltag machen oder einen Bastelabend, dass Sie wirklich das System dahinter verstehen, weil für das erkläre ich es so genau, damit man selbstständiger wird. Damit Sie alle das ganz super größer und kleiner machen können. Okay. Wenn irgendjemand dazu eine Frage hat, gell, nicht peinlich sein, wirklich sagen, nein, tut mir leid, kann ich das nur mal erklären, dann erkläre ich das nur mal. Mir ist wirklich wichtig, dass Sie das gut verstehen. Die Steffi, ja, super, machen Sie nur mit, das ist schön. Ja, jetzt geht's los, Ulla. Total gut. Ah, echt cool. Ja, super, Missy. Das freut mich, wenn die Schachtel den Schrecken verloren hat, das ist perfekt. Cool. Okay, also, ich habe den Eindruck, die meisten von Ihnen haben, wissen jetzt ganz genau, wie das funktioniert und das finde ich mega. So muss es sein. Okay, na, die sagen, legen wir los. Na, basteln wir jetzt zuerst einmal die 4x4 cm Variante und wir basteln aber dann die kleine auch noch, weil ein bisschen Übung muss sein. Außerdem, wir brauchen da nicht so lange, das ist nicht schwer. Ich habe mir jetzt ausgesucht ein olivgrünes Papier, weil ich mir erhoffe, dass man da dann die Falzlinien besser sieht. Und in dem Fall haben wir jetzt die 4x4 Variante, das heißt, wir schneiden den Farbkarton jetzt zu auf 13 cm mal 17. Und das ist das Nächste. Wenn Sie anfangen, aus einem A4-Karton rauszuschneiden, gell, und Sie wissen, Sie brauchen 13 mal 17 cm, dann denken Sie eine Sekunde nach, bevor Sie schneiden. Weil wenn man da jetzt 17 cm rausschneidet, dann hat man total viel Verschnitt. Das heißt, immer so zuschneiden, dass Sie möglichst viel Reststück haben. Und
dementsprechend über die lange Seite die kürzere Variante rausschneiden, also da 13, weil sie haben ja da 21 cm zur Verfügung. Das heißt, da die kürzere und da die längere Seite wählen. Nicht umgedreht. Weil wenn sie da 17 schneiden, dann haben sie einfach total viel Verlust. Okay, gut. So, also 13 cm brauchen wir mal 17. Das legen wir mal beiseite. Okay. Und wenn wir schon dabei sind, dann schneiden wir uns frisch klein und den Karton zu für die kleinere Variante. Da brauchen wir ja jetzt 15 mal 11,5 cm. Und in dem Fall bleibt es sich jetzt auch so am Stück ziemlich egal, wie sie es zuschneiden. Da haben sie immer ein bisschen Rest. Ich für mich würde jetzt von den 21 in diesem Fall die 11,5 rausschneiden, weil ich dann nur ein schönes Stück Rest habe, was für Karten noch ganz gut passt. Das heißt, ich mache jetzt da die 11,5. Dann bleibt mir eben das über. Und das hat dann 9,5 cm. Das ist nur mal ein guter Aufleger. Und dann braucht man das Ganze auf 15 cm. Okay. So. Einmal kleiner, einmal größer, ist bereits zugeschnitten. Das kleinere legen wir jetzt momentan beiseite und mit dem größeren machen wir weiter. Und ich warte jetzt gerade einen Moment, bis sie alle sagen, sie haben das jetzt zugeschnitten, die zwei Teile. Also nur mal die Maße, wir haben da 13 mal 17 und da haben wir 11,5 mal 15. Okay, da okay. Schaut gut aus dem noch. Cool. Schön. Viele Daumen hoch, es ist immer gut. Dann weiß ich, es läuft. Der Laden läuft. Cool, super. Kann weitergehen. Okay, dann geht's los. Okay, jetzt nehmen wir also das größere Stück mit 13 mal 17 cm. Und da falzen wir jetzt alle 4 cm. Also. 4, 8, 12 und 16. Und Sie wissen ja, 16 cm ist genau da, wo da die Kante ist. Gell? Also wenn Sie da aufmachen, genau an dieser Kante sind 16 cm. Ein bisschen drehen, dann geht das gut. Oder? Das sind doch die 16, oder? Jetzt gerade einen Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das stimmt schon. Da sind die 16. Passt. Alles gut. Ich habe euch kein Blödsinn erzählt. Es stimmt. Tatsächlich. Okay. Dann machen wir gleich den Rest. Auch wieder bei 4. Oder 1 cm rechts, ganz genau, Bea. Auch das ist eine gute Variante. Bei 8 und zu 12. Okay, so. Damit haben wir jetzt das Teil schon gefalzt. Und weil wir jetzt gerade schon so gut in Falzübung sind, falzen wir uns das Kleine auch gleich, oder? Falzen ist jetzt nicht wirklich eine Schwierigkeit, glaube ich. Von daher machen wir jetzt da alle 3,5 cm. Also 3,5. 7. 10,5. Und 14. Dann drehen wir das Ganze auf die kürzere Seite, gehen auf 3,5, 7, kriegen wir schon wieder vor wie bei Aerobic, und 7, und 6, und 5, und 4, und 3, 7 und 10,5.
So. Alles klar. Damit können wir den Papierschneider mal momentan verräumen. Ready, sehr gut, Bea. Bastlerrubik, ganz genau. Sehr cool. Fertig, super, sehr cool. Ich weiß ja, ihr seid ja alles geübte Bastler. Da geht es gerade so dahin. Cool, ich warte mal ein kleines bisschen, bis wieder mehrere sagen, kann weitergehen. Sehr gut. Die Ina, ja genau, dann gibt es einen Bastelarm. Sehr cool. Nein, am Brett brauchen wir nicht aufstehen, sehr cool. Das freut mich. Okay, das heißt, wir könnten weitermachen. Dann nehmen wir uns eine Unterlage, irgendwas, auf der Sie gut falzen können. Das kann nicht so wie bei uns die Bastel- und Perforiermatte sein, die ich euch gestern gerade erzählt habe, dass die ein Sortiment verlässt und die bitte unbedingt bestellt werden sollte noch, wer die noch nicht hat. Ansonsten geht auch vierfach zusammengelegtes Zeba oder irgendein altes Telefonbuch, irgendwas, wo es ein bisschen ein Moosgummiartikel ginge auch. Also irgendwas, wo man gut drauf falzen kann. Dann braucht man einen Falzstift oder einen alten Kugelschreiber oder eine Stricknadel oder eine Häkelnadel. Irgendwas, was vorne so ein bisschen kugelig ist. Und ja. Und ein Geodreieck. Okay. Ich denke, es sind alle soweit. Ich glaube, wir können loslegen, oder? Oder. Oder sind jetzt alle bei Falzstiftsuch? Das könnte natürlich auch sein, weil ich so wäre vergessen aufschreiben. Okay, schaut gut aus. Viele Daumen hoch, es ist immer gut. Okay, gut. Also, jetzt nehmen wir uns praktisch die Seite vor. Ich hoffe, dass man das jetzt halbwegs sehen kann. Und zwar, Sie sehen es jetzt eh genau vor sich liegen, links oben sollte jetzt das sein, wo die Felder frei sind. Also unten und rechts habe ich jetzt meine Klebelaschen und da oben habe ich die vier Felder frei. Anderen nehmen Sie einfach ein normales Lineal, geht ganz genau so. Es geht wirklich jedes Lineal, es ist ganz, ganz egal. Wichtig ist jetzt nur von den vier Fächer, also von den vier Quadrate, die da oben sind, da sieht man ja da in der Mitte die Kreuzfalzlinie sozusagen und von diesem Mittelpunkt von dem Kreuz geht es aus. Also von dem messen wir weg. Und dieser Mittelpunkt, den lege ich mir jetzt einfach bei meinem Geodreieck auf die Null. Okay, und jetzt hoffe ich, dass ich das da auch im Weg sehen kann. Okay, ich denke, ich bin da jetzt so in etwa. Und jetzt werden wir uns das Ganze anzeichnen. Und zwar, jetzt muss ich da mal schnell auf meinen Schwindelzettel schauen, weil ich habe mir das ja schon mal so halbwegs ausgerechnet, wie es laufen muss. Bei der 17x13. Jetzt machen wir den ersten Markierungspunkt. Wir machen nur eine Markierung. Gell? Die machen wir uns bei der 2, also 2 cm von dem Mittelpunkt weg. Einmal nach links und einmal nach rechts. Jeweils bei 2 cm drücken wir uns da so eine kleine Kugel rein. Markieren wir uns einfach. Und das gleiche nochmal bei 2,7. Einmal 2,7 vom Mittelpunkt nach links messen und einmal vom Mittelpunkt nach rechts 2,7 messen und ein Punktteil machen. Man muss einfach mit einem normalen Lineal halt dann eventuell ein bisschen schieben, aber das macht ja nichts, geht genauso. Und wenn Sie die zwei Markierungspunkte haben, dann drehen Sie das Ganze um 90 Grad und machen genau wieder die gleichen Markierungspunkte wieder vom selben Mittelpunkt weg, einmal nach links und einmal nach rechts. Also da Schienen anlegen und wieder bei 2 cm einen Knubbel machen und bei 2,7 ein Knubbel.
von der Mitte weg gemessen. Also 2,7 nach rechts und 2,7 nach links. Und jetzt sollten Sie da vier Pünktchen haben, vom Mittelpunkt aus gesehen. Vier da und vier horizontal und vier vertikal. Und diese Punkte werden jetzt einfach miteinander verbunden. Das heißt, die zwei inneren werden miteinander verbunden und die zwei äußeren Punkte. Und das machen wir auf allen Punktlinien, Punkten. So, dass man halt ein Viereck hat. Innen, drinnen. Zweimal sozusagen. Also wirklich ganz, ganz easy. Nein, nichts Tal oder Berg. Ganz egal, Bea. Sie machen einfach die vier Linien, verbinden es einfach beide genauso, wie sie sind. Also Sie brauchen es nicht drehen und wenden, das macht keinen Unterschied. Da brauchen Sie sich gar nicht bemühen, blauen, was auch immer. Wichtig ist nur, dass im Endprinzip dann da drinnen zwei so Quadrate sind. Sieht man das halbwegs? Ich glaube, man sieht es halbwegs, gell? Ich glaube, es geht. So sollte es in etwa ausschauen. Da in der Mitte geht das Kreuz durch. Wenn es so ausschaut, binnen ist alles gut. Okay, danke. Dann warten wir einmal. Wer das dann hat, der kann das schon beim Kleinen machen. Wir arbeiten halt einfach parallel. Wir üben das gleich noch einmal. Und beim Kleinen ist es auch wieder so, also Sie gehen wieder auf die vier Ecken, die frei sind, ganz gleich wie beim Großen. Machen sich da auch die Punkte. Und in dem Fall haben wir jetzt die innere bei einem Zentimeter. Na, halt, stopp, falsch. Die innere bei 1,7. 1,7 ist der Punkt, links und rechts. Und der nächste Punkt ist dann bei 2,5. Also 1,7 und 2,5 sind die Markierungspunkte. Ich habe es da wieder ein bisschen schwer, weil ich nicht direkt oben drauf schauen kann, aber ich hoffe, es glückt trotzdem. 1,7 links und rechts und 2,5. Und dann verbinden wir das da auch wieder. 2,5 ist der. Machen wir das da ganz gleich. Ja, das stimmt schon, liebe Julia, dass das eine als Berg und das andere als Tal gefalzt wird. Aber es geht trotzdem. Also es macht jetzt eigentlich nicht wirklich einen Unterschied, wie die Falzrille jetzt gezogen ist. Ist jetzt nicht wirklich so dramatisch. Ich finde es komplizierter, wenn man dazwischen drehen müsste. Ah ja, wegen den Zahlen. Ja, Regina, da gibt's was. Und zwar habe ich es bei mir so gemacht, dass ich immer den Teil sozusagen, die Tiefe von dem geknickten Teil, also wie weit das reingeht und die Ecke dann wieder raussteht, sind immer 7 mm in etwa. Also bei der Carina sind sie 7,5, aber ich habe einfach 7 mm genommen, weil das total gut geht. Und ich habe mir dann praktisch von dem Quadrat die Hälfte ausgerechnet, sprich, wenn wir zurückgehen auf unsere Beispiele, gell? Wenn wir da jetzt zurückgehen, dann haben wir ja unser erstes Beispiel von der Carina, wo die 15, 15, 20. Und da habe ich dann den ersten Punkt, schreibe ich jetzt gerade da unten her, gell? Der erste Punkt vom Kreuz aus gesehen ist bei der Carina bei 2,5. Und den zweiten Punkt hat dann die Carina gemacht bei 3,25. Also sie hat 0,75
ausgemessen für die Tiefe da. Und ich habe mir es ein bisschen einfacher gemacht, ich wollte nicht auf 0,05 gehen, sondern habe dann bei der zweiten Variante, also bei der 4, 8, 10, 12 Variante, also bei unserer größeren heute, bin ich vom Kreuzpunkt ausgegangen, habe mir genauso die Hälfte ausgemessen, also 2 cm und als nächstes 2,7. Ich habe einfach 7 mm dazugegeben. Und bei der dritten Variante, die wir heute basteln, also bei der kleinsten Variante, da haben wir ja 3,5. Da haben wir jetzt auch wieder das Kreuz. Und was habe ich jetzt da gesagt? Wo sind wir da gewesen? Da habe ich 1,7 genommen. Der Einfachheit halber, ich hätte da 1,75 nehmen können. Habe ich mir gedacht, 1,7 passt gut. Und als größeres 2,5, glaube ich, habe ich jetzt gesagt, oder? Habe ich mich da verrechnet? 0,7. Ja, 2,5. Ist ja wurscht, Sie könnten auch 2,4 nehmen. Ich habe halt jetzt 2,5 genommen. Letzten Endes ist es eigentlich Geschmackssache. Je nachdem, wie tief man eben das Eck drinnen haben möchte. Funktionieren wird es immer. Sie können das genauso, den Steg genauso statt 7 mm einen Zentimeter groß machen oder 8 oder 9 mm. Das ist total Ihnen überlassen. Es wird immer funktionieren. Das ist einfach Geschmackssache, wie groß der Unterschied zwischen der oberen Schachtel und der inneren Ecke sein soll, sozusagen. Also die Treppe, wenn man es so nennen will. Ist echt Geschmackssache. Funktioniert immer. Und die, wer hat jetzt da gerade gefragt? Die Lilly Laval hat gefragt, wenn die Seitenlänge 5 cm ist, das ist der rote Teil, also 15, 15, 20, dann wäre der Falzpunkt bei 2,5 und 3,25. Und deshalb habe ich es heute extra in die drei Farben gehalten. Dann kann man es gut sehen. Haha, sehr klug. Macht euch ruhig ein Foto. Es passt genau. Ich gehe euch da noch die Schablone dazu. Wer sich da einen Screenshot machen will, dann sieht man dann genau, wie es zugeschnitten ist. Wie es ausschaut, kann man das da noch mal gut sehen. Ja, genau, Carina, das war nämlich auch so. Ich habe am Anfang auch gedacht, sie haben die halbe Länge genommen und dann noch mal die Hälfte dazu. Aber da bin ich dann nicht hingekommen, weil sie haben 2,5 und 3,25 genommen und 2,5 und die Hälfte dazu wären ja 3,75. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, aha, also nicht 1,5, sondern eben 7 mm so in etwa. Also es ist, wie gesagt, Geschmackssache. Es spielt eigentlich keine Rolle, es funktioniert immer. Es geht halt einmal tiefer rein oder höher rein, je nachdem, wie Sie es halt möchten. Da sind Sie frei, ist doch schön. So, hat jeder einen Screenshot gemacht, der das haben wollte? Dann verräume ich das nämlich wieder. Gut so. Ja, sehr gut. So mag ich das. Gut, cool. Okay, Mädels, dann machen wir weiter. Jetzt werden wir unsere zwei Teile zuschneiden. Sehr cool. Okay, und bevor wir jetzt zuschneiden, bin ich ein totaler Fan davon, schon einen Kleber aufzutragen. Und jetzt muss ich mir das da gerade nochmal schnell markieren, damit wir dann auch einen Kleber an der richtigen Stelle haben, weil das habe ich mir da extra markiert. Genau, okay, also. Ich nehme jetzt dazu ein doppelseitiges Klebeband und Sie sehen ja jetzt schon total schön, wo Ihre Faltrillen sind, gell? Und an der obersten Linie, also wenn ich das jetzt da drauf lege, so schneiden wir es uns ja zu. Und an der ersten Falzrille von oben runter gesehen, kleben wir an der oberen Seite, also in das oberste Drittel sozusagen, kleben wir uns einmal den Klebestreifen über die ganze Länge drüber. Schön an der Kante entlang oder so ein Millimeter Innerbike, ist jetzt nicht so tragisch. Wichtig ist nur, dass Sie nicht über die Falzlinie kleben. Also da ist die Falzlinie bei mir.
Und da ist mein Kleber. Und das klebe ich da über die ganze Länge. Und ich erkläre euch dann gleich, warum ich das mache. Und dann kleben wir gerade noch da einmal diesen Teil runter bis zur nächsten Querfalz. Also da ist auch noch eine Klebelasche, da geben wir auch noch gleich einen Kleber drauf. So. Ist überhaupt keine Tragik, wenn Sie es schon geschnitten haben, machen Sie es vielleicht beim nächsten Mal. Ich mache das deshalb immer so, das hat einen ganz bestimmten Sinn. Und zwar mache ich das deshalb gern, weil wenn man jetzt anfängt, die Dinge zuzuschneiden, wie das Ganze eben dann sein soll, das ist mir gerade richtig herrlich, also wir schneiden ja jetzt, haben wir ja da unten unsere gefalzte Raute. Und da schneiden wir ja jetzt einmal als erstes die Falzlinie ganz geradeaus hinein. Nicht? Also die schneiden wir jetzt einmal rein und die anderen können wir eigentlich auch schon reinschneiden. Einfach einmal alle Falzlinien rein. Und dann können wir uns da schon, bis zu diesem Teil, können wir uns das Ganze schon leicht abschrägen, links und rechts. Und da sieht man jetzt schon, warum das Sinn macht, den Kleber vorher aufzutragen. Weil wenn Sie den Kleber vorher auftragen, haben Sie automatisch bis zum Ende und in die Spitze automatisch einen Kleber. Und das finde ich immer total sympathisch, weil dann ist es total fein zum Arbeiten. Man hat dann einfach nicht mehr das Geschasti, dass man einen Kleber auf der Klebelasche so punktgenau abreißen soll oder mit der Schere abschneiden, dann hat man immer auf der Schere so viel Kleber drauf. Sie kennen ja das eh alle, das ist ja immer so ein bisschen ein Theater, nicht wahr? Okay, so, die lassen wir ganz, die Lasche, die klappe ich mir als Ganzes noch rückwärts, um ja sicher zu gehen, dass ich mir die nicht abschneide. Und das ist jetzt der zweite Punkt, was fein ist mit dem Kleber, die kann ich jetzt einfach entlang beim Kleber abschneiden und habe überall eine schöne Lasche. Mir steht der Kleber nicht drüber aus, das ist ideal. Und dann können Sie es links und rechts einfach nur abschrägen. Dann haben Sie ganz, ganz, ganz schöne Klebelaschen mit ganz perfekt Kleber drauf. So, die Ines fragt, schneiden Sie die Falzlinie weg. Was für Falzlinie jetzt, Ines? Also die Falzlinie, die ist schon da. Wir kleben praktisch den Kleber ins obere Drittel, ins obere Feld. So wie es da aufgezeichnet ist. Da ist unser Kleber drauf. Im ersten Feld. Ich lasse das einmal da liegen, weil dann sehen Sie es gleich. Vielleicht markieren wir das noch schnell mit einer anderen Farbe. Also da kommt Kleber drauf und da kommt Kleber drauf und da und da. Die gelben Flächen sind unsere Klebeflächen. Und alle anderen Flächen können wir jetzt ganz genau so zuschneiden. Das heißt, da brauchen wir die ganze, mit der fange ich an, dass ich mir da ja nichts wegschneide. Nehmen wir als erstes einmal die zweite Fläche von rechts gesehen. Also von rechts nach links rein. Und die knicke ich mir gleich wieder nach hinten, weil dann weiß ich, bei der darf ich nichts mehr da. Die muss bleiben. Und bei allen anderen weiß ich schon mal, dass ich da reinschneide. Also da schneide ich ganz, ganz klar bei der Falzrille. Direkt in der Mitte von der Falzrille mache ich das immer gern, weil da ja das ganze Stück wegkommt. Und bei diesen zweien braucht man eine Knicklasche sozusagen. Okay, damit schneiden wir auch da wieder in der Falzrille nach unten und da auch. Und dann versuche ich mir da halt so halbwegs einen Zentimeter halbwegs gerade zu schneiden. Heute brauche ich das ja leider zweimal. Und die schräge ich mir aber noch ganz leicht an, damit die dann auch wirklich schöne Laschen ergeben. Ein bisschen schöner anschrägen. So. Und schon ist die Nummer 1 zugeschnitten.
das ist auch immer so, das Zuschneiden, das ist immer so ein bisschen Geschmackssache. Das macht jeder ein bisschen anders. Aber ja, irgendwie. Okay, ich meine, schneiden Sie leicht neben der Falzlinie. Ja, wie soll ich sagen? Das mit dem Schneiden, das ist so eine Sache. Ich schneide eigentlich am allerliebsten immer direkt in der Falzlinie. Manchmal schneide ich auch ein kleines bisschen daneben. Das hängt immer ein bisschen davon ab, was für eine Art von Verpackung das ist. Aber heute schneide ich genau in der Falzrille bei den Dingen, die was gerade bleiben sollen. Und bei allen anderen wird es eh angeschreckt. Da ist die Falzlinie dann von Haus aus weg. Und da heroben, bei der letzten Falz, also praktisch bei unserer Einstecklasche, weil das ist ja unser Deckel, da wird es ja eingesteckt, die lasse ich mir heute gerade, weil ich mir damit erhoffe, dass dann die Schachtel ein bisschen besser zuhebt. So wie bei dem. Da ist jetzt momentan noch nichts drin, jetzt hält das noch recht gut zu. Aber zu dem kommen wir ein kleines bisschen später. Ich lasse das auf jeden Fall gerade, anschrägen können wir es immer noch. Vielen Dank, lieber, was für ein schönes Lob. Dankeschön. Freut mich, wenn das logisch und gut ist. Okay, ich würde sagen, übungszweckmäßig machen wir das gleich beim Kleinen jetzt auch. Jetzt sind wir schon in Fahrt. Also, wir kleben wieder über oben über die drei Laschen drüber, oberhalb von der Falzlinie. Dann können wir uns das ganze Ding nach der Falz dann abreißen. Und einmal da bei dem Seitending nur in der Mitte. Einmal da. Und dann kürzen wir uns das da ab. Und jetzt können wir schon schneiden. Jetzt drehen wir das gleich wieder so her, weil dann tue ich mir einfach leichter. Sie wissen ja, ich habe ja Links-Rechts-Schwäche, also ich muss da immer genau schauen, weil sonst bin ich da ganz verkehrt auf dem Weg. Okay, schneide ich mir da rein. Und einmal da noch runter. Die schräge ich mir gleich von Haus aus an. Und dann klappe ich mir mal die erste nach hinten. Und dann kann ich mir die schon wieder der Reihe noch einkürzen. Entsprechend dem Klebeband entlang. Und jetzt können wir es ganz wunderbar anschrägen. Unsere perfekten Laschen. Schaut aus wie gekauft, oder? Und der Kleber, der so schön bis zum Ende geht, einfach cool. So, dann drehen wir das um. Und jetzt schneiden wir da gleich die zweite Lasche, das ist immer meine wichtigste. Die klappe ich mir dann gleich nach hinten. Einmal nach hinten. Und dann schneide ich mir die letzte Lasche weg, weil ich die eben nicht brauche. Einfach geradeaus runter. Sehr gut. Und jetzt können wir uns da zwei Seitenlaschen kürzen. Einmal, zweimal und abschrägen. Und das war's. Ich finde überhaupt immer, speziell wenn man mehrere Verpackungen auf einmal macht, wenn man so, ich sage jetzt eine Mengenproduktion macht, gell? Weil man macht ja meistens, wenn man Verpackungen macht, macht man ja meistens nicht ein Stück, sondern, keine Ahnung, 10, 15, 20. Oh je, die Kleine ist verschnitten. Genau da wollte ich hin, Steffi. Wenn man nämlich mehrere Stück macht, ist mein absoluter Rat, machen Sie es immer gleich. Legen Sie einmal einen Ablauf fest, wie Sie es machen und dann immer gleich arbeiten. Also ich würde nicht einmal zum Beispiel die Seitenlaschen zuschneiden und einmal da beginnen und einmal da beginnen. Meine Art ist immer, immer denselben Aufbau zu arbeiten. Dann passiert am wenigsten. Dann verschneiden Sie sich am seltensten, dann verfalzt man sich am seltensten. Wenn man einmal festgelegt hat für sich innerlich, merkt man ja sofort, liegt mir das oder muss ich noch was verändern. Aber wenn es einmal passt, wenn man einmal das Gefühl hat, ja, der Ablauf stimmt für mich so, dann machen Sie es immer gleich.
immer, immer, immer. Dann haben sie am wenigsten Verschnitt, am wenigsten Fehler. Das funktioniert einfach am besten. So können sie dann auch am besten in Serie arbeiten. Also wenn sie viele Stück produzieren müssen, dann ist es immer gut, wenn man immer denselben Ablauf macht. Dann vergisst man auch nichts. Manchmal vergisst man sonst die Hälfte. Okay, so, ich warte auf Daumen hoch, ob alle ihre Balken zugeschnitten haben. Wenn die Große noch gut ist, Steffi, passt es eh. Wir sind ja nur beim Üben. Alles gut. Sehr cool. Viele Daumen hoch. Super. Perfekt. Supi. Oh, die Veronika ist auch da. Schön. Cool. Gut. Okay, dann können wir jetzt alle Falzrillen durchknicken. Und das, der nächste Vorteil, wenn der Kleber vorher drauf ist, in dem Moment, wo Sie jetzt die Falzrille knicken, drücken Sie gleichzeitig den Kleber nochmal mit an. Und dann verbindet sich der total super mit dem Farbkarton. Dann geht es auch viel leichter mit dem Trägerfolie ablösen. Das sind alles so kleine Feinheiten, wo Sie sich Ihr Bastelleben angenehmer machen können. So. Und dann knicken wir mal darüber. Einmal alle durch. Okay, der Kleine auch. Den vergesse ich immer gern. Und jetzt mache ich das bei der zweiten auch gleich. Knicken wir auch gleich alle durch. Und am Ende noch die Kleine. So, okay. Und jetzt kommt der Trick 17 von der Carina. Die Carina hat nämlich gesagt, jetzt an der Stelle ist es gut, diese Falzrillen zu knicken, die wir da eben als Raute sozusagen reingedrückt haben. Das geht jetzt viel besser als erst nachher, wenn es zusammengeklebt ist, dann tut man sich danach leichter mit dem Ausformen der Ecke. Ich für mich muss immer noch gestehen, ich habe mich beim Ausformen trotzdem schwer getan, aber Übung macht ja bekanntlich den Meister. Also wir werden sehen, wie es mir jetzt bei meiner vierten, fünften Box geht. Mal gucken. Aber wichtig ist jetzt, wir beginnen jetzt mit der äußeren von den zwei Quadrate. Also mit dieser, mit der größeren. Mit der größeren beginnen wir. Und da bin ich für mich drauf gekommen, dass es am besten geht, wenn man da den Zeigefinger dazwischen legt, so dass man da die Falte schon mal ein bisschen in der Hand hat, dass man die schon geknickt hat und erst dann wiederum da mit dem Zeigefinger dagegen knickt und da sozusagen, wie muss es jetzt gehen, dem was nach unten, ja, so muss es gehen. Und wenn man jetzt aber das da ein bisschen zusammenhebt, dann bin ich für mich drauf gekommen, dass man da leichter dann dieses Dreieck falten kann. Man kann das dann da leichter runterdrücken, ohne dass es passiert, dass es mir diese Falzrille noch da reinknickt. Das ist mir nämlich beim ersten passiert, dass das praktisch da dann so rüber geknickt hat. Und das ist natürlich nicht fein. Also habe ich beim nächsten probiert, okay, was ist, wenn ich jetzt da als erstes einmal diese Falzlinie mal als erstes da in die Hand nehme und erst dann so nach unten drücke, dass ich da das Dreieck sozusagen kriege, dann ist das für meine Begriffe geht es dann besser. Und dann kann man auch das Dreieck ein bisschen schöner schon ausformen, dass das schon schöner springt. Also ich möchte jetzt da praktisch wirklich so eine gerade Fläche haben. Und das machen wir beim nächsten auch und da gehen wir auch wieder da dazwischen und dann drückt man da hinten mit dem Zeigefinger dagegen und formen uns da diese Ecke schon mal aus ein bisschen. Dass das da schon mal ein bisschen gut vorgeknickt ist. Und dann drückt es da eben nicht mehr weiter.
Ja, das ist wirklich ein bisschen ein filigraneres Ding, einwandfrei. Und dann da am Schluss auch nochmal, gell? Also auch bei der Klebelasche ist ausgesprochen wichtig, dass sie da auch dieses kleine Dreieck bilden. Also sollte jetzt eigentlich so ausschauen. Ist dann praktisch das, was da so reingeht. Und wenn das gemacht ist, dann drücken wir das andere genau in die gegengesetzte Richtung. Das heißt, da haben wir jetzt die Bergkante und da drinnen machen wir jetzt die Talkante. Und bei der Talkante, da kann ich euch leider, da ist mir nichts eingefallen, wie das einfacher gegangen hat. Man könnte es vielleicht umdrehen. Vielleicht ging es so dann gut. Ah, da bin halt ich wieder mit meiner Rechts-Links-Schwäche. Das ist ja für mich ganz furchtbar. Und ich glaube, so könnte es dann da auch wieder besser gehen. Wenn man es umdreht, glaube ich, geht es da ein bisschen leichter auch zum Knicken. Dass man auch da eben schön innen den inneren Knick dann sozusagen hat. Ja, das geht gut. Einwandfrei. Also das Umdrehen funktioniert gut. Da dann wirklich schauen, dass die es auch anständig anknicken. Dass da das Papier dann schon so einigermaßen weiß, was es zu tun hat. Ja, ich würde sagen, wenn es so dann geknickt ist, dann schaut das ganz gut aus. Dann können wir es so dann lassen. Machen wir jetzt gleich bei der zweiten auch. Also ich beginne wieder bei der äußeren, lege mir da wieder meinen Finger rein. Also habe ich da eigentlich nicht richtig gekriegt. Schaut euch das an. Die habe ich da glatt vergessen. Okay, also ich knicke mir das wieder. Als erstes lege mir da wieder meinen Mittelfinger rein und dann drücke ich mir meine erste Dreieckfalte sozusagen. Also ich sage immer Dreieck deshalb, weil das da eben so ein, für mich so ein Dreieck bildet, so ein angedeutetes da in dem Bereich. So lustig, im Chat ist überhaupt nichts mehr los. Ich glaube, ihr seid alle beim Falten und bricht euch gleich wie im Ido mir so halbwegs die Finger. Total lustig. Wenn sie mal ganz, ganz still ist im Chat, dann weiß ich, oh, jetzt ist große Konzentration angesagt bei den Mädels. Richtig hitzig. So. Finger verknotet, ja, das denke ich mal. Das ist ganz normal. Am Ende der Schlacht wurden die Toten gezählt, jetzt sei das. Okay, so, jetzt drehen wir das Ganze wieder um, weil das hat wirklich gut funktioniert. Machen wir da dann eigentlich dasselbe noch einmal. Knicke es da wieder so. Das Ganze da passt. Dass es dann auch schon wieder schön steht. Also lasst euch da wirklich Zeit mit dem Knicken, gell? Das macht Hudeln echt keinen Sinn. Besser geknickt als weniger gut. Das bezahlt man dann nachher schwer, wenn das nicht gut geknickt ist. So, ich hoffe und denke, so müsste es klappen. Okay, gut, also meine sind gefaltet. Wenn ihr auch soweit seid, dann Daumen nach oben. Ja, genau, Ina. Das Ergebnis ist wirklich wert. Das finde ich auch. Ein Job für die Mittagspause. Super. Sie können ja alle am Abend falzen und dann in der Mittagspause knicken. Gute Idee. Schön. Supi. Viele Daumen hoch. Gefällt mir gut. Okay, dann machen wir wieder mit unserer größeren weiter. Und da knicken wir, also da legen wir uns jetzt praktisch mal die erste Lasche darüber und geben uns die erste Schutzfolie runter. Ah, kurzer Moment, habe erst die innere gefaltet und dann das äußere, da komme ich besser klar. Ja, super, Anna. Es ist genauso, es hat jeder ein bisschen einen anderen Weg. Und für den einen geht es so und für den anderen geht es so besser. Man muss einfach ein bisschen probieren. Und Helga, gerissen, ja, das kann passieren, ist nicht schlimm. Sie haben ja hoffentlich zwei.
Sind beide gerissen, Helga, oder nur eines? So einfach Übungssache. Einfach ein bisschen üben. Okay, jedenfalls, da ist jetzt der Kleber herunter, also der Kleber ist oben, die Folie ist unten und da klappt man jetzt einfach zu. Wenn man schön gefalzt hat, dann dürfte es jetzt da ganz, ganz, ganz genau übereinander passen. Und dann beide leider, schade, Helga. Dann einfach jetzt im Moment fertig zusehen. Und dann danach gleich nochmal probieren. Manchmal liegt es auch am Papier. Nehmen Sie einen anderen Farbkarton. Manche Farbkartonfarben sind ein bisschen schwieriger. Sind ein bisschen, was soll man sagen, ein bisschen zickriger wie andere. Okay, jetzt schließen wir uns oben so quasi die Öffnung, also da wo keine Klebestreifen sind, die schließen wir uns ganz normal zu. Okay, mal schauen, ob das jetzt da geht. Geht nicht immer meine ganz leicht anschrägen, aber die schräge wirklich nur ganz einen Hauch an, gell? Also da mache ich echt nur so ganz, ganz, ganz wenig schneide ich da weg. Nur so einen Millimeter. Dann müsste es eigentlich schön zugehen. Genau, jetzt lässt sich sehr gut schließen. Und wenn es geschlossen ist, dann ziehen wir da die Schutzfolien ab. Vom unteren Bereich. Und dann werden wir da mal die Box ganz, ganz normal schließen, wie wir das bei jeder anderen Box auch machen. Das heißt, da jetzt gerade darauf achten, dass sie überall schön zu ist, also dass sie nicht irgendwo nach links oder rechts verschoben ist, dass die wirklich da schön würfelig drauf ist. Möglichst auch, dass da die Falzlinien aufeinander treffen, das war halt jetzt ganz, ganz wichtig. Dann machen wir es zu und wenn das da schon mal halbwegs klebt, dann öffnen wir die Schachtel oben wieder und drücken es innen nochmal gut an. Mit einem Falzbein oder mit irgendeinem Stift, den Sie zur Verfügung haben. Einfach nochmal gut andrücken. Und das gut andrücken ist im Übrigen wirklich, wirklich, wirklich wichtig, weil sonst löst sich der Kleber. Das ist mir da bei der Kleinen passiert. Da habe ich es mit Dombo probiert und dann löst sich der Kleber. Das ist vielleicht ärgerlich, dann hält das da nicht mehr zu. Das ist echt total bescheuert. Also lieber gut andrücken. Und die IBAT, glaube ich, hat noch einen ganz guten Tipp. Was hat die? Ich wollte auch nicht irgendwas von feucht machen. Habe ich da jetzt nicht gerade irgendwas gelesen? Okay, beide leider. Nein, habe ich irgendwie scheinbar was Falsches gelesen. Okay, gut. So, jetzt lassen wir es offen. Und jetzt kommt eigentlich der schwierigste, oder für mich der schwierigste Teil. Carina, bessern Sie mir aus, wenn es nicht so ist. Aber ich finde, das ist jetzt eigentlich der trickigste Teil an der ganzen Sache, jetzt das da rein zu knicken. Die Carina hat das dann so gezeigt, dass man an diesen Kanten, die jetzt da praktisch zwischen diesen Falzlinien sind. An die Kanten hat die Carina das dann hineingedrückt. Und da ist jetzt einfach ein bisschen vorsichtig zu sein. Also da eben reindrücken und das an allen drei Ecken. Und da muss man sich echt ein bisschen überwinden, weil man hat das Gefühl, wow, erstens einmal geht es zart, also es geht schon eher hart, das reinzudrücken. Und man hat einfach das Gefühl, jetzt mache ich mir meine Schachtel kaputt, meine Schöne, mit der ich mich da jetzt so geplagt habe. Aber irgendwie, im Endprinzip wird es dann schon. Fingernägel helfen, ja genau. Und da, wer keine Fingernägel hat, so wie ich, der nimmt das Falzbein. Und mit dem kann man dann da nochmal entlang streichen, an der inneren Falzrille. Und kann es dann da nochmal ein bisschen ausformen. Und dann schaut das eigentlich in der Regel wirklich ganz schön aus. Das funktioniert eigentlich recht gut. Auch da an der Kante entlang. Dass das da schön wird. Deswegen ist eben vorher das Knicken so wichtig. Weil je besser das vorher geknickt ist, desto besser springt es dann oder geht's, da lässt sich es dann reindrücken. Aber das Reindrücken, das ist halt echt. Also Carina, wenn Sie da noch irgendwie einen guten Tipp haben, das reinzudrücken, dann bitte her damit.
für mich ist das echt der schwierigste Teil an der Box. Es fährt dann schon, es schaut schon schön aus, aber es ist halt so, irgendwie hat mir das Gefühl, es tut ein bisschen weh. Okay, ja, genau, also da muss man echt ein bisschen rumfuchsen. Carina sagt auch, also sie hat mit dem, so wie ich es da jetzt eigentlich gezeigt habe, oder Carina, haben sie das beste Ergebnis für sich erzielt. Also es funktioniert schon. Es passt schon, oder? Nein, es ist jetzt. Ja, natürlich ist das schon Druck aufs Papier, aber schaut eigentlich schon schön aus. Ja, okay. Also ich finde es ganz okay. Überhaupt, wenn es dann noch verziert ist. Sobald dann Designerpapier drauf ist, dann lege ich das ohnehin auch ein bisschen von den kleinen Macken und Schwachstellen, lege ich das Designerpapier dann schon ab. Und die Carina hat das Ganze aber so befüllt, dass sie die Öffnung auf der Schachtel, auf dem Schachtelboden hat sozusagen. Also auf der Unterseite. Und Carina, da möchte ich Ihnen nicht zu nahe treten, bitte nicht persönlich nehmen. Aber ich möchte lieber meine Öffnung nicht am Schachtelboden haben, sondern ich habe mir dann gedacht, okay, ich mache die Öffnung seitlich. Können Sie aber machen, wie Sie das mögen. Also man kann ja praktisch eigentlich das Ding auf verschiedenste Art und Weise drehen. Also man hat eigentlich drei Möglichkeiten zur Verfügung. Man kann entweder eben die Öffnung auf den Boden geben, so wie es die Carina gemacht hat, dass man es so hindreht. Das muss man sich halt einfach überlegen, bevor man das Designerpapier draufklebt. Oder eben das seitlich aufgeht, ist eine Möglichkeit. Oder eben sie drehen so, dass es auch seitlich aufgeht, aber die Lasche oben ist. Allerdings, wenn die Lasche seitlich ist, ja, die Lieblingsschachtel ist von mir optisch, ich finde sie optisch ganz klasse, aber sie ist wirklich ein bisschen tricky zum Basteln, einwandfrei. Doris, fragen Sie jetzt mich, ob ich einen Katalog nach Wien schicken kann. Wenn das mich angeht, dann ja, natürlich gerne. Klar, dann müsstest du mir gerade eine E-Mail schreiben, dann schicke ich das. Okay, also, wenn die Lasche oben ist, finde ich es deswegen schön, weil dann die Klebelasche so quasi nach unten zeigt. Wenn die Lasche seitlich ist, das habe ich da gehabt, bei dieser Variante, dass die Öffnung seitlich ist, wo ist sie jetzt, da, dann ist das eigentlich deswegen nicht so super, weil ich dann da genau auf die Klebelasche drauf schaue. Das habe ich mir aber erst nachher angeschaut, dass ich jetzt genau da eigentlich die Klebelasche habe, an der Oberseite. Das finde ich jetzt irgendwie blöd. Also es wäre geschickter gewesen, das Ganze so zu drehen. Dann geht es auch noch seitlich auf, aber ich habe die Klebelasche dann wenigstens da unten und habe da oben zwei schöne runde Ecken sozusagen, wenn man es so nennen will. Das ist halt Geschmackssache. Also das können Sie jetzt drehen und wenden, wie auch immer Sie das gerne mögen. Schön sind Sie nicht geworden, aber selten herrlich. Okay, Nummer 2. Ich mache das jetzt gleich nochmal fertig da. Kenne ich nichts. Gut, dann schließen wir das Ding. Einmal schön zu. Dann schließe ich mir das Ding auf der unteren Seite. Auch da muss ich mir meine Laschen ganz leicht anschrägen. Ohne geht es einfach nicht. Das war ein Versuch. So. Dann lösen wir uns da wieder die Klebestreifen. Mit dem nicht, mit diesem da. Ja, und dann ist natürlich nur die Frage der Fragen, wie schneide ich jetzt das Designerpapier zu? Dass das Ganze dann auch schönes Designerpapier, einen schönen Abschluss da drauf hat. Und das sage ich Ihnen jetzt dann noch gleich. Das können Sie aber dann auch ganz locker ohne mich machen, glaube ich. Das ist wirklich keine Schwierigkeit. So. Es ist zu, jetzt drücke ich das Ding rein. Aber ich muss es da auch machen, geht es leichter. Also das Reindrücken, mich fuchst das echt auch noch ein bisschen. Wenn da dann irgendwer mal eine ganz gute Idee hat,
mir das besser geht, dann wäre ich da total happy. Irgendwie mag das bei mir auch nicht ganz so. Ich denke mir dann manchmal, vielleicht bin ich da zu ungeduldig. Ich weiß es nicht. Wenn man es dann so ein bisschen bearbeitet, dann wird es eh. Also dann passt es dann schon. Aber bis es halt da so weit ist. Okay, haut hin. Ich würde mal sagen, so passt das jetzt schon wieder. So ist das jetzt schon wieder okay. Gut. Okay, so. Jetzt sind also die zwei Teile fertig. Und jetzt braucht man eigentlich nur das Designerpapier. Und beim Designerpapier ist es jetzt so, also das schneiden wir uns immer einfach einen halben Zentimeter kleiner zu, als die Fläche ist. Also wenn die Fläche 4x4 ist, so wie da, dann schneiden wir es uns natürlich zu auf 3,5x3,5 cm. Beide fertig, habe die Ecke erst gedrückt, dann geklebt. Vielleicht auch eine Idee, Cornelia. Das werde ich ausprobieren beim nächsten Mal. Dass man zuerst die Ecke richtig modelliert und erst dann klebt, ist vielleicht auch gut. Also, Cornelia, wir werden das testen. Okay, zurück zum Designerpapier. Und jetzt brauchen wir aber da natürlich eine Schräge, damit das so wie da dann auch wirklich rundherum schön ausschaut. Und das können Sie sich ganz leicht ausrechnen, indem Sie das, den Steg da dann abmessen. Der hat da jetzt in meinem Fall in etwa 1,2 cm, müsste eigentlich links und rechts gleich sein. Ja, ist auch gleich. Und dann ziehen wir einfach von den 1,2, ziehen wir einfach 5 mm ab, dann bleiben 7 mm über. Und wenn man dann das Designerpapier nimmt, ich zeichne es jetzt mal wieder auf. Wenn man jetzt da das Designerpapier hat mit 3,5x3,5, dann messen wir uns da herein 7 mm ab und da herein auch 0,7. Und den Punkt, den wir da und da dann markieren, den verbinden wir mit einer kleinen Linie. Und dann können wir uns einfach drei Designerpapiere übereinander legen, das sieht man auch ganz schön bei der Carina in ihrem Video, und können die miteinander, wenn sie schön übereinander liegen, können sie einfach das da wegschneiden. Und das ist dann Müll und das ist der Teil, der dann da drauf kommt. Auf die Seite und auf die und auf die. Und bei den anderen zwei Seiten bleibt es eh mit 3,5x3,5. Also ich würde das 3,5x3,5 würde ich 5-mal zuschneiden, weil ich einfach an der Unterseite von meiner Box kein Designerpapier drauf tue. Ist aber Geschmackssache. Wer jetzt auf der Unterseite auch ein Designerpapier haben will, der schneidet es halt nicht 5-mal zu, sondern 6-mal. Das ist jetzt also das Beispiel für die 4 cm Box. Laut Adam Riese, wenn wir jetzt weitergehen zur 3,5 cm Box, dann brauchen wir Designerpapier mit 3x3 cm. Und da ist jetzt bei mir der Steg, was haben wir da jetzt noch? 1 cm. Das heißt, dann messen wir da 0,5 rein und da auch 0,5. Die zwei Punkte verbinden wir wieder miteinander und dann haben wir praktisch das Designerpapier für da. Also es ist immer der gleiche Weg. Die Karin, da geht es ganz gleich. Das ist auch schön, sind es nicht, aber selten. Aber das ist, wie gesagt, Übungssache. Den muss man einfach ein paar Mal basteln, dann glaube ich, geht das mit der Zeit immer besser. Oder Carina? Carina müsste das eigentlich wissen. Ja, Carina sagt auch, ihre ersten waren auch nicht schön. Ich übersetze einmal. Okay, ist mit dem Designerpapier für alle klar, wie das zuschneiden geht, dass sie da so ein schönes Ergebnis kriegen? Das ist für alle logisch.
Und der Weg praktisch, der geht dann auch, je nachdem, was für Größe Sie halt machen für die Schachtel, ist immer dasselbe Prinzip. Die Bär ist die einzige, die man da oben nach oben schenkt. Herrlich. Ich glaube, alle anderen waren da mit den Buchsen beschäftigt. Na schön, ihr Lieben. Für heute wäre es das dann gewesen. Okay, die Anna hat das auch gecheckt mit dem Papier. Fein, super. Da hat ja doch nur der eine oder andere hingehört. Gut so. Schön, ihr Lieben. Meine Kleine hat die große Ecke. Cool. Super, es freut mich sehr, wenn sie Ihnen gefallen hat. Super gewesen. Okay. Freut mich, super. Bitte unbedingt, wer wieder Instagram, ihr wisst eh, unbedingt Hashtag. Ich bin schon gespannt auf eure Ergebnisse. Und ja, nächstes Mal Live-Basteln ist kommenden Mittwoch. Mittwochabend wieder, also 18:30 Uhr. Sie wissen ja, abends ist immer 18:30 Uhr unsere Zeit. Und ja, das nächste Mal Mittwoch. Und dann haben wir das letzte Mal besprochen, das nächste Mal machen wir dann wieder. Achso, und dann muss offen lassen. Besprechen wir Mittwoch, wenn wir dann das nächste Mal machen. Gut so, ihr Lieben. Es war mir ein Volksfest. Nett was. Schön was. Gefreut hat es mich. Berg was. Schönes Wochenende, ihr Lieben. Lassen Sie es sich gut gehen. Halten Sie noch ein bisschen aus daheim, dass wir das Corona möglichst weit zurückbringen. Und vor allem, wenn Sie rausgehen, dann bitte mit viel Abstand. Mir kommt vor, viele vergessen das jetzt schon wieder, wie wichtig das ist. Also bitte, bitte, bitte. Jeder, der daran denkt und darauf achtet, hilft mit. Schön, ihr Lieben. Alles, alles Liebe, vielen Dank und bitte Daumen hoch, wer dran, also unter mein Video, nicht darin im Chat. Im Chat ist auch immer schön, aber unter dem Video bitte auch. Okay, ihr Lieben, vielen, vielen lieben Dank und bis Mittwoch. Tschüss, Papa, Mädels.